Liebe Freundinnen und Freunde der Bibliothek und der Bauhaus-Universität Weimar, Sie haben gemerkt, wir haben schon eben schon fast angefangen, über das Buch zu sprechen. Das soll natürlich nicht sein, denn ich möchte natürlich Ihnen erstmal gegenüber zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich freue, dass wir heute gemeinsam mit dem graduierten Kolleg Medienanthropologie der Bauhaus-Universität Weimar eine Veranstaltung in der Reihe Lesen, Buchvorstellung in der Herzogin Anna-Maria-Bibliothek ausrichten können. Und zwar mit ganz großartigen Gästen. Lorenz Engel wird nämlich aus seinem neu vorliegenden Buch Lesen, das wiederum Ergebnis einer langjährigen Entwicklung einer Philosophie des Fernsehens ist. Das Schaltbild zur Philosophie des Fernsehens, und jetzt kommt die Angabe eines Bibliothekars, erschien bei Konstanz University Press 2021, Klammer auf, Imprint des Wallstein Verlags, Klammer zu. Anschließend wird dann Astrid Däuber-Mankowski in den gesprächsweisen Austausch mit unserem Autor treten, und wir sind dann eingeladen, uns an dem Gespräch weiterhin zu beteiligen. Lassen Sie mich aber ganz kurz nur in dieser Runde Eulen nach Athen tragen. Lorenz Engel ist Professor für Medienphilosophie der Bauhaus-Universität Weimar und stellvertretender Sprecher des graduierten Kollegs Medienanthropologie. Er forscht zu Film und Fernsehen als philosophische Apparaturen, Agenturen und mediale Historiografien. Astrid Däuber-Mankowski ist Professorin für Medienöffentlichkeit und Medienakteure unter besonderer Berücksichtigung von Gender am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Ihr Besuch in unserem Haus ist nun wirklich Ehre und Freude. Freude auch darüber, dass Sie in unserem, wenn ich so sagen darf, zentralen Medienraum, dem Bücherkubus, Medienphilosophie betreiben werden. Freude aber auch darüber, dass nach der medienhistorischen und medienphilosophischen Verabschiedung des Buchs als Leitmedium die Philosophie des Fernsehens dann doch im Mediumbuch publiziert wird. Lieber Engel, wir freuen uns auf Lesung und Diskussion. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, lieber Herr Laube und allen Mitarbeiterinnen der Herzogin Anna-Maria-Bibliothek, die das möglich gemacht haben, sehr schnell, sehr unkompliziert, sehr freundschaftlich. Das ist ein großes Vergnügen. Und Ihnen natürlich vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Ich werde jetzt zuerst mal ein bisschen aus diesem Buch lesen. Und Sie können sich vorstellen, dass es so eine Sache ist, aus 450 Seiten jetzt erstmal fünf rauszusuchen, die man bringt. Und warum das so schwierig ist, das liegt an der Konstruktion dieses Buches. Ich habe dieses Buch geschrieben von Anfang zum Ende. Ich habe mit der ersten Zeile angefangen und mit der letzten Zeile aufgehört. So ist es geschrieben und so liest es sich auch am besten. Was nicht heißt, dass man nicht auch das eine oder andere auskoppeln kann, aber so fließt es. Also so ist das Buch von vorne nach hinten geschrieben und so liest man es auch am besten. Und das bedeutet natürlich auch, dass es Vorwegnahmen gibt, dass spätere Teile schon angekündigt werden und Betrachtungen. Und umgekehrt ist eine Reihe von Wiederaufnahmen, das ist ja da schon passiert, jetzt treiben wir es weiter passieren, sodass es auch manchmal etwas dicker wird als nur so ein Fluss, das Rück- und Vorverweise gibt. Und eigentlich ist auch in jedem Kapitel etwas, das sich daran nicht fügt, das quer dazu kommt, das sozusagen isoliert dasteht wie eine historische Anekdote, ein plötzlicher Gedanke, der nicht weiter verfügt ist mit den übrigen. Aber diese Stellen sind natürlich schwer zu finden und kurz und gut, ich habe mich entschieden, einfach vorne anzufangen. Das schien mir das Angemessenste zu sein und ich beginne mit dem ersten Kapitel, das heißt Einschalten, Anfänge des Fernsehens. Betrachten wir das Fernsehen zunächst nur als ein Bild, das aus Bild und Ton besteht. Natürlich ist das Fernsehen mehr als das. Es ist zum Beispiel auch eine ökonomische und gesellschaftliche Institution. Es ist eine Kunst, eine Agentur des Wissens und ein politischer Raum. Es hat eine Geschichte. Trotzdem dürfen wir es für den Beginn als Bild aus Bild und Ton betrachten, denn es tritt bei all dem anderen, dass das Fernsehen ist, doch stets in Bild und Ton in Erscheinung. Für das Fernsehen als Kunst gilt das ohnehin, aber auch für das Fernsehen als Ware, denn mit Bild und Ton verdient es sein Geld. Die Institution Fernsehen setzt Bilder und Töne im Umlauf. Seine Handlungsmacht wächst ihm über Bilder und Töne zu. Das Wissen, das es zirkulieren lässt, kodiert es über Bilder und Töne. Und seinen politischen Raum bevölkern Bilder und Töne. Betrachten wir also dieses Bild mitsamt seinem Ton und konzentrieren wir uns dabei für den Anfang auf die Art und Weise, wie und wodurch das Fernsehbild die Dinge zeigt und tut, die es zeigt und tut, statt immer schon auf diese Dinge selbst, auf das Was.
Und damit folgen wir alten medienphilosophischen Grundannahmen. Das Wie der Medien bestimmt das Was der Medien oder setzt es zumindest unter Bedingungen. Wie und wodurch ruft das Fernsehbild seine Themen, Gegenstände, Personen, Welten auf? Statt traditionell zu fragen, was ist Fernsehen, beginnen wir daher lieber mit den Fragen, wie operiert das Fernsehen? Wie kommt es zustande? Wie funktioniert es? Denn durch dieses Wie hindurch kommt schließlich zustande, was das Fernsehen zeigt und tut und was es selbst ist. Um das zu betrachten, müssen wir das Fernsehgerät einschalten, denn sonst erscheinen weder Bild noch Ton. Durch das Einschalten wandelt sich das Fernsehgerät von einem bloß dastehenden Möbelstück zu der komplexen Apparatur, um die es hier geht. Das Einschalten ist die Conditio sine qua non des Fernsehbildes. Das Fernsehbild ist nämlich zuallererst dies ein schaltbares Bild und alles andere folgt buchstäblich danach und genau daraus. In ähnlicher Weise etwa ist, um einen Vergleich zu ziehen, das Leinwandbild der Kinematografie an eine unhintergehbare Bedingung gebunden. Es weist nicht nur, wie viele andere Bilder auch, einen Rahmen in der Fläche auf, sondern zwingend einen Verlauf in der Zeit und meist auch eine zeitliche Begrenzung, nämlich Anfang und Ende. Und genau darin ist der Charakter des Films als Bewegungs- und Zeitbild bestimmt, wie dies schon lange verschiedene Filmtheorien vertreten. Auch für den Film folgt alles Weitere buchstäblich daraus. Das Fernsehbild dagegen muss vor allem eingeschaltet werden oder sich einschalten, das kommt jetzt später, um überhaupt vorhanden zu sein und dann die Welt zu zeigen, sie aufzurufen, anzusprechen und anweisen zu können, sie zu berühren, auf sie und sie selbst und sich selbst zu deuten. Man kann es jederzeit wieder abschalten. In der Evolution technischer Bilder sind andere Bildtypen dem Fernsehen darin nachgefolgt, zum Beispiel Videobilder und digitale Bilder. Aber das Fernsehbild ist der Prototyp des schaltbaren Bildes und umgekehrt ist das Schalten der Prototyp aller televisiven Operationen. Das Fernsehen ist, wie wir später sehen werden, sogar der Prototyp eines Bildes, das schließlich selbst als Schalter fungiert. Das Fernsehbild leitet sich also mitsamt seinem Ton von seiner Schaltbarkeit her und definiert sich über sie. Es verfährt dagegen nicht, wie andere Bilder, vor allem anderen, über seine Sichtbarkeit und Hörbarkeit, seinen Rahmen oder seine Dauer, wie eben der Film. Das Einschalten ist dabei immer wieder die erste Operation des Fernsehens, immer wieder sein Anfang. Ein nicht eingeschaltetes Fernsehbild existiert nicht und ebenso wenig ein abgeschaltetes. So wie die Begrenzung in der Fläche und in der Zeit den anderen Bildern überhaupt Unterscheidungsfähigkeit wie auch Unterscheidbarkeit verleihen, so verhält es sich beim Fernsehen mit dem Schalten. Struktur, Ästhetik und Semantik der Bilder setzen eine solche Unterscheidungsfähigkeit voraus, die sie als Ausgangspunkt für alles Weitere annehmen können. Natürlich besitzt auch das Fernsehbild eine Begrenzung in der Fläche, die von Größe und Format des Bildschirms abgeleitet ist, einen äußeren, mehr oder weniger weiten oder engen Rahmen. Frühe Fernsehtheorien haben gerade aus der damaligen Winzigkeit der Bildschirmfläche recht weitgehende Schlussfolgerungen gezogen. Das Fernsehbild dringe überall leichter ein, es bevorzuge sprechende Köpfe und setze sich an die Stelle echter Gesprächspartner, es verkleinere und, so Günther Anders, verbiedere die Welt. Ebenso haben es auch Fernsehbilder durchaus und besonders erneut solche aus der Frühzeit, als es noch Sendebeginn und Sendeschluss gab, Grenzen in der Zeit. Dennoch sind für das Fernsehen nicht seine Grenzen als Bildfläche bestimmend, sondern dies ist seine Schaltbarkeit. Und selbst wenn man die rundfunktechnische Reichweite nimmt, die die Aussendung eines Fernsehbildes im geografischen und soziografischen Raum der Einschaltquoten erlangen kann und die oftmals freilich nicht immer begrenzt ist, mit erheblichen Folgen für das Schaltbild selbst, so ist doch auch sie vom Einschalten und von Schaltvorgängen abhängig. Der Gründe für diese außerordentliche Stellung des Schaltens für das Fernsehen sind drei. Erstens bestimmt das Schalten, wie wir schon gesehen haben, vorrangig die Handhabung des Fernsehbildes, also die Praxis des Fernsehens. Die Schaltknöpfe sind noch vor dem Hören und Sehen die Berührungs-, Unterscheidungs- und Übergabepunkte zwischen dem Fernsehen und seiner Umgebung, insbesondere natürlich zu seinen menschlichen Nutzerinnen. Paddy Scannell hat das in seiner Analyse des Einschaltens in einen Zusammenhang mit dem In-der-Welt-Sein Heideggers gestellt. Das bloße Fernsehmöbel ist lediglich ein vorhandenes Ding, durch das uns die uns umgebende Welt wie ein Außen entgegentritt.
Das Einschalten jedoch lässt das Gerät zuhanden sein. Es ist handhabbar und mit uns verbunden. Es bindet uns jetzt in die Welt ein, sodass unser Dasein als ein In-der-Welt-Sein hervortritt. Medienphilosophisch kann man diesen Gedanken auch ganz anders fassen. So wie der Bildschirm, der elektromagnetische Signale umsetzt in optische, für uns als Lebewesen wahrnehmbare Signale, so wie der eine Schnittstelle ist, so schlägt schon vor dem Erscheinen der wahrnehmbaren Bilder in den Schaltern des Geräts der zunächst rein technische Vorgang um in eine den Menschen einbeziehende Aktion, eine wie immer mikroskopische Handlung oder besser eine Geste. Um sich einschalten zu lassen, um überhaupt sein zu können, instrumentalisiert das Fernsehen eine menschliche Geste. Genau diese Zwischenstelle zwischen technisch ablaufendem Prozess und menschlich subjektiver Handlung bezeichnen wir mit dem Begriff der Operation. Genauer handelt es sich, um mit Christiane Voss zu sprechen, um eine anthropomediale Operation. Die anthropomediale Operation erst erzeugt einerseits das Medium, hier das Fernsehbild, nämlich durch das Einschalten. Andererseits und im selben Zug artikuliert es seine menschliche Nutzung und bringt damit die Fernsehzuschauerinnen als solche, nicht als menschliche Wesen, sondern speziell als fernsehende menschliche Wesen, überhaupt erst hervor. Und das gilt natürlich nicht nur für das Zuschauen, sondern auch für die Herstellung, die Produktion von Fernsehbildern. Zweitens jedoch werden die Fernsehbilder untereinander durch Schaltvorgänge unterschieden und miteinander verknüpft, sodass sie einander berühren. Das Fernsehen macht diese Schaltvorgänge sogar ihrerseits, obwohl sie technisch und funktional sind, für uns Nutzerinnen wahrnehmbar und ausdrücklich. Das kennen Sie alle, wenn gesagt wird, und jetzt schalten wir um nach X. Und drittens wirkt das Schalten nicht nur auf der Makroebene der anthropomedialen und operativen Handhabung und des Fernsehhandelns, sowie auf der mittleren Ebene der Struktur und Ästhetik der Bilder untereinander, sondern auch gänzlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsebene und vor der Fertigstellung der Bilder, allein bei der technischen Erzeugung der Bilder selbst. Schon der unendliche flüchtige Strom der elektromagnetischen Signale, die der Bildschirm in optische Signale konvertiert und denen sich daher das Bild verdankt, wird durch Schaltvorgänge geregelt, gesteuert, artikuliert und strukturiert. Aus seiner Schaltbarkeit erwächst das Fernsehbild als überhaupt konturierte und damit auch für uns beobachtbare Größe. Für das Fernsehbild gilt vielleicht tatsächlich das berühmte Diktum Friedrich Kittlers: Nur was schaltbar ist, ist überhaupt. Damit aber Bilder auf der Oberfläche des Bildschirms auflaufen können, müssen zwei eigentlich triviale, aber folgenreiche Bedingungen erfüllt sein. Das Fernsehgerät muss nämlich auf zweierlei Weise mit der Welt außerhalb des Fernsehens verbunden werden. Und zwar erstens mit dem elektrischen Stromnetz und zweitens mit der Ausstrahlung oder Übertragung der elektromagnetischen Signale. Noch heute verbinden sich Computer- und Telefonbilder, wenigstens zeitweise, nämlich wenn man sie aufladen muss, also die Geräte, mit dem Stromnetz und mit dem Datennetz, solange sie online sind. Beide Ströme umspannen spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Ausbau der Strom- und der Funknetze zunehmend die gesamte Erde und greifen zum Teil, man denke an die Fernsehsatelliten, die inzwischen einen eigenen Gürtel um die Erde gelegt haben, sogar über sie hinaus. Sie bilden die primäre technische Umwelt, das technische Milieu oder die Mediasphäre des Fernsehens. Sie gehen schließlich mehrfach umgeformt und umgesteuert durch das Fernsehbild hindurch und bringen es dabei zusammen erst hervor. Bevor es irgendetwas anderes verzeichnet oder gar abbildet, verzeichnet das Fernsehen diese beiden Ströme, denen es sich verdankt, die durch es hindurchgehen und mit der Welt außerhalb des Fernsehens verbinden. Das Fernsehbild ist vorhanden, wenn die Verbindung zu diesen beiden Strömen hergestellt wird und nicht vorhanden, wenn das nicht der Fall ist. Alle sichtbaren und erkennbaren Bilder, die das Fernsehen dann seinerseits in Umlauf setzen wird, sind Konversionen und Komplikationen dieser beiden Ströme, in die das Fernsehen sich einschaltet. Technikgeschichtlich ist die Bildröhre im Übrigen tatsächlich zunächst ein elektrographisches Gerät. Sie dient zur Sichtbarmachung, zur optischen Verzeichnung und Vermessung elektrischer Ströme und Signale, vergleichbar einem Oszillographen oder einem Radarschirm. Das Fernsehbild ist also Teil des Strom- und Signalumlaufs zum einen, sein Produkt zum anderen und seine Verzeichnung
zum Dritten. Es zeigt den Signalstrom an, dem es sich verdankt und dessen Teil es ist, von dem es sich nicht so sehr scharf unterscheidet, sondern aus dem es sich erhebt und mit dem es sich verkoppelt. Wir nennen dieses Verhalten des Fernsehens hier zunächst, ohne den Begriff genauer zu diskutieren, ontografisch. In diesem Sinne ontografisch ist also nicht nur das Geschehen im Inneren und auf der Oberfläche der Bildröhre, sondern erst recht die Funktion, die das Fernsehbild in einem sehr viel weiteren, weltumspannenden und weltbildenden Kontext hat, in seiner elektrographischen Mediasphäre, in die es sich einschaltet, wenn man es einschaltet. Betrachten wir also den Vorgang des Einschaltens etwas genauer. Das Einschalten des Fernsehens ist nämlich überraschenderweise aller Intuition und Erwartung zum Trotz keineswegs die simple und binäre, ihrerseits so zeit- wie körperlose, prinzipielle An-Aus-Unterscheidung, wie sie in idealisierter oder abstrakter Weise auch in der Logik gerne angenommen wird. Genauso ist für einen erneuten Seitenblick schon die Kadrierung von Filmbildern, allein schon wegen der Beweglichkeit der Kamera, keine stabile und einfache Innen-Außen-Unterscheidung. Das Einschalten des Fernsehgeräts ist selbst eine Operation, also ein Eingriff einerseits und ein Verlauf andererseits, eine ontografische Operation. Was genau geschieht nun beim Einschalten des Fernsehgeräts? In seiner hypothetischen und experimentellen Zeit von den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts war das Fernsehgerät noch keine abgeschlossene Blackbox, sondern eine offene und ziemlich komplexe Anordnung, eine Assemblage aus zahlreichen technischen Aggregaten, die alle untereinander und mit dem Stromnetz verbunden und einzeln verschaltet werden mussten, um als Ganzes zu funktionieren, das heißt ein Bild zu erzeugen. Es mussten also nacheinander verschiedene Einschaltvorgänge vollzogen werden, bis das Gerät endlich arbeitete und ein Bild erzeugte. Dieses schließlich erscheinende Bild war im Vergleich zur Apparatur, der es sich verdankte, im Übrigen auch winzig klein, etwa Bierdeckel groß. Das änderte sich dann mit der Entwicklung zum Fernsehgerät als geschlossenem, kompakten Kasten und damit als marktfähiges, dingförmiges Konsumgut seit den 30er Jahren. Nun schalten sich die einzelnen Komponenten selbsttätig oder der Reihe nach ein. Es gibt nun einen einzigen Schalter, der die ganze Apparatur auf einmal in Betrieb setzt, indem er sie mit dem Stromnetz verbindet. Eigentlich muss man sogar genauer sagen, der zentrale Schalter beendet die Unterbrechung. Er beendet die Unterbrechung, die das Stromnetz, mit dem das Gerät ja immer verbunden ist, sobald der Stecker steckt, vom Gerät trennt. Das Kabel ist immer da, aber der Strom ist natürlich unterbrochen, bis ich einschalte. Dann fließt er. Das Einschalten war die Beendigung der Stromunterbrechung, der Schalter ein Unterbrecher. Das Gerät, wir sprechen jetzt vom klassischen Röhrenfernsehen seit den späten 40er Jahren, in denen das Medium seine Prägung erhielt, das Gerät konnte und kann bis heute aber keineswegs sofort mit dem Einschalten ein Bild erzeugen, so wie eine heute altmodische analoge Glühfadenlampe sofort leuchtet, wenn man den Lichtschalter betätigt. Vielmehr mussten die einzelnen technischen Komponenten erst nach und nach betriebsfähig werden. Kondensatoren zum Beispiel mussten sich aufladen, die Bildröhre musste sich aufwärmen. Dies nahm einige Zeit in Anspruch. Sichtbar und hörbar waren in dieser Warte- und Schwellenzeit nur unsemantische, keine äußeren Gegenstände zeigenden Spuren des allmählichen Vorandringens des Strom- und Signalflusses in die Komponenten des Geräts. Das Bild- und Tonrauschen, das Knacken oder das optische Wellenmuster, das sich auf diese Weise bemerkbar machte. Und noch heute müssen digitale Empfangsgeräte, genau wie Computer, denn sie sind Computer, nach dem Einschalten erst einmal hochfahren, was mehr oder weniger lange dauert. Sie sind in dieser Zeit weder ein- noch ausgeschaltet. Besonders eindrucksvoll ist dies beim Internetfernsehen, das seine Signale digital durch die Telefonleitung empfängt. Hier dauert die Inbetriebnahme nach dem Einschalten mehrere Minuten, während derer schriftliche Texte und grafische Zeichen uns genau über die verschiedenen technischen Phasen des Prozesses der Kontaktaufnahme mit dem Internet informiert halten. Heute hat sich die Einschaltoperation aber auch insofern geändert, als das Fernsehen, wie viele andere Geräte auch, sich überhaupt nicht mehr ganz abschalten lässt, sondern immer im sogenannten Standby-Modus steht. Es steht immer unter Strom und einige seiner Komponenten sind immer aktiviert in einer Art Minimalbetrieb. Wie bei einem Computer, so ist auch schon bei einem Fernsehgerät seit den 80er Jahren das Einschalten ein Hochfahren. Das Einschalten ist dadurch keine reine Frage des Fließens oder Nichtfließens von Strom, ja, nein, 0, 1, sondern der Spannung und Menge des Stroms und seiner Einleitung in bestimmte Bauteile.
Soweit würde ich erstmal den Anfang gemacht haben. Und jetzt freue ich mich sehr darauf, Astrid, mit dir darüber zu reden. Ja, wir haben jetzt einen Eindruck erhalten, wie du schreibst und wovon dein Buch das Schaltbild Philosophie des Fernsehens auch handelt. Ich möchte aber dennoch ein paar einführende Sätze nur sagen, damit wir alle, auch diejenigen von Ihnen, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, um es dann bestimmt nachher zu tun, so ein bisschen wissen, womit wir es hier überhaupt zu tun haben. Denn tatsächlich, bitte? Denn tatsächlich, das Schaltbild Philosophie des Fernsehens ist nicht irgendein Buch und nicht eines unter anderen und es ist, glaube ich, auch nicht eines unter deinen Büchern, sondern es ist wirklich ein Opus Magnum. Nicht nur, weil es über 400 eng beschriebene Seiten umfasst, also nicht nur, weil es so dick ist und nicht nur, weil es die Geschichte des Fernsehens, dieses, wie du zurechtschreibst und auch gut begründest, völlig unterschätzten Mediums von seinen ersten Entwürfen von Paul Gottlieb Nipkow und seinem elektronischen Teleskop bis in die Gegenwart entfaltet, sondern weil das Buch eine langjährige und intensive Forschung deinerseits im Bereich der Medienphilosophie inspiriert und intensiviert und auch ermöglicht durch die Zusammenarbeit und das Zusammendenken mit den internationalen Kollegiaten und Kollegiatinnen am IKKM und im Bereich des Fernsehens als eben dieses unterschätzten Mediums mit den Fragen zusammenführt, das fand ich persönlich besonders interessant, mit denen uns ganz aktuell unsere mediale Umgebung der digitalen Bilder konfrontiert, die eben sehr oft gar nicht da sind, um von uns gesehen zu werden, sondern um sich selbst und sich gegenseitig anzusehen und aufeinander einzuwirken. Das Buch ist, wir haben das jetzt schon gehört, hervorragend geschrieben und es verbindet auf schönste philosophische Spekulation und genaueste Kenntnis der historischen und technischen Daten und des Materials, angefangen von der Programmgeschichte, der Produktionsgeschichte und der Inhalte von den Serien der 50er bis 60er Jahre, bis hin zu den neuen Neokomplexen oder einfach Qualitätsserien. Diese Serien verortet das Buch, verortest du im Fernsehen 2.0. Und natürlich ist es gespickt mit all den wunderbaren historischen und sportgeschichtlichen Ereignissen, die die Geschichte des Fernsehens prägen. Oder vielleicht würdest du sagen, die geprägt wurden von dem Fernsehen überhaupt allererst. Und die es selbst so schlecht dokumentiert hat, da es eben eine Live-Veranstaltung ist und war und Speichern gar nicht so wirklich seine Sache ist. Diese glückliche und produktive Verbindung von philosophischer Spekulation und historischer Präzision hat mich an einigen Stellen, als ich dieses Buch gelesen habe, und manche Stellen muss ich auch wirklich zweimal lesen, weil es nicht so einfach zu verstehen ist, an Hegels Phänomenologie erinnert. So dass man dein Unternehmen, Lorenz, fast eine Phänomenologie des Fernsehens bezeichnen könnte in Anlehnung an Hegels Phänomenologie des Geistes. Obwohl Hegel eigentlich gar nicht so oft vorkommt in dem Buch, dafür Deleuze, Luhmann, Wittgenstein, Bergson, Cavell, aber auch McLuhan und natürlich, oder nicht, ja, Kittler, Friedrich Kittler haben wir eben auch gehört, aber auch Ernst Kapp. Und immer wieder auch Christiane Voss mit dem Konzept der anthropomedialen Relation. Das Buch ist gut geschrieben, aber es ist keine Bettlektüre. Es ist nicht leicht zu lesen, sondern gibt zu denken auf. Finde ich ein Kompliment. Okay. Es ist durchaus und immer wieder überraschend und ließ mich beim Lesen nicht nur das Fernsehen selber neu sehen und neu begreifen, sondern auch die mediale Gegenwart eben mit ihrer Ubiquität von Bildschirmen, würde ich jetzt mit dir sagen und nicht nur Bildern, und die aus einer neuen Perspektive sehen. Während ich, bevor ich dein Buch gelesen hätte, leichten Herzens gesagt hätte, das Fernsehen, das hat sich überlebt, beziehungsweise zur Unkenntlichkeit transformiert, ist interessant eigentlich nur noch als ein medienhistorisches Phänomen. Ist also tot, aber du hast mich eines Besseren belehrt, denn das Fernsehen, so sagst du,
ist tot, es lebe das Fernsehen. Tot ist es vielleicht das Fernsehen 1,0. So beschreibst und betitelst du die erste Phase der Geschichte des Fernsehens bis zum Beginn der 60er Jahre. Dann aber hat es sich über komplexe Transformationsprozesse, für die die Erfindung des Instant Replay stehen, da können wir nachher vielleicht auch noch drüber sprechen, den Mondflug als eines der Höhepunkte in der Geschichte des Fernsehens, in dem das Fernsehen das Weltall selbst zum Fernsehstudio machte. Sie sehen, es ist wirklich überraschend in vielen Hinsichten, das Buch zu lesen, und dabei zum Allbild mutierte und die Erfindung der Fernbedienung, die du als eine Intensivierung liest, die dann eben alle diese drei Aspekte zusammengenommen hinführen zum Fernsehen, dass du Fernsehen 2.0 nennst und das insgesamt eine Intensivierung des Fernsehens darstellt. Ja, genau. Livestreaming, so schreibst du, Livestreaming ist nicht die Alternative zum Fernsehen, sondern ist Fernsehen. Und das Internet, das ist ein zweites Zitat, weit davon entfernt, das Fernsehen abzulösen, ist das Navigationssystem des Fernsehens. Dies ist tatsächlich, finde ich, eine Einladung an die Medienwissenschaft und auch die Medientheorie, die Gegenwart der digitalen Bilder und der sogenannten Virtualität als eine Erscheinungsform des Fernsehens zu verstehen, dass du in seinem Wesen, wie wir das schon gehört haben, eben als Schaltbild charakterisierst. Und natürlich könnte man sich dann auch ganz lange, lange, lange unterhalten über das Verhältnis von digitalem Bild und Schaltbild. Wir haben nun im Gespräch die Möglichkeit, diese starken und, wie ich finde, überraschenden und konsequenzenreichen Thesen zu diskutieren, besser zu verstehen und vielleicht auch in ein Alltagsverständnis zu übersetzen. Und meine erste Frage betrifft nun die Philosophie des Fernsehens. Also ich würde gerne wissen, Lorenz, brauchen wir die Philosophie des Fernsehens, um vielleicht tatsächlich belegen zu können, dass das Fernsehen so überlebensfähig ist? Oder anders formuliert vielleicht, was würden wir nicht verstehen am Fernsehen aus deiner Perspektive, wenn wir es versuchen würden, ohne Philosophie, also nicht medienphilosophisch zu beschreiben? Ja. Also ich fange mal bei dem letzten Teil der Frage an. Ich würde natürlich sagen, wenn wir das nicht tun würden, würden wir das Fernsehen nicht verstehen. Wir würden vor allem nicht sehen, was es eigentlich tut. Der Witz bei einer Medienphilosophie, so wie ich sie versuche zu betreiben, ist ja der, dass die Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen, warten nicht auf die Philosophen und die Philosophinnen, um, ich sag mal, philosophisch operativ zu werden, um philosophische Dinge zu tun. Also Dinge, die mit der Reflexion auf das, was ist und nicht ist, auf die Zeit, auf die Natur der Empfindung, auf Logiken und so etwas einzugehen. Das tut ein Medium wie das Fernsehen unentwegt, nur eben nicht in Lehrbüchern, in geschriebenen Texten, nicht in Vorträgen, sondern es tut es, indem es das macht, was es macht. Und eine Philosophie des Fernsehens kann das freilegen. Also sie schreibt dann selbst Bücher, so wie dieses, einfach auch aus Verständlichkeitsgründen. Das wird sozusagen remediatisiert. Aber sie versucht, das, was das Fernsehen mit seinen Mitteln, zum Beispiel den Mitteln des elektrischen und elektronischen Schaltens dauernd tut, zu übersetzen in Begriff und dafür aus den, also aus den operativen Perzepten und Prozessen Begriffe zu machen und diese Begriffe in einen Text dann zu gießen, den man lesen kann und der eine Abstoßfolie natürlich zu dem Medium selber ist. Da kommt eine Distanz rein, aber kein Höhenflug, sondern versucht, möglichst auf derselben Ebene zu bleiben, auf der sich auch, also auch mit viel Beschreibung zum Beispiel, auf der sich das Fernsehen selber bewegt. Und das können wir nur, wenn wir philosophische Methoden anwenden. Also dann ist es doch eine Art Phänomenologie des Fernsehens. Es ist eine Phänomenologie, ja. Also eine Auslegung und eine Darstellung dessen, was das Medium Fernsehen eigentlich ist und wie es wirkt. Ja, kann man so sehen. Und so, ich habe ja gerade diese Passage gelesen, wo es natürlich genau darum geht, nämlich wie etwas zur Erscheinung gelangt. Wie kommt überhaupt Fernsehen seine Art und Weise, etwas zur Erscheinung zu bringen? Und das ist eine grundphänomenologische Frage. Nun gibt es natürlich viele Phänomenologien. Das ist ja
eine ausgefächerte Schule. Und da gäbe es sicher manche, denen sich meine Überlegung eher anschließen würden als andere. Also zum Beispiel würde es mir schwerfallen, von vornherein mit so etwas wie einem Bewusstseinsbegriff oder so zu arbeiten. Das sind, auf der Basis, auf der ich da argumentiere, sind das eher Emergenzphänomene und nicht Grundlagen. Also Dinge wie Bewusstsein, Aktivität, Selbstwahrnehmung emergieren aus der Organisation dieses elektrographischen Materials. Dann allerdings sind sie da und dann kann man sie auch belasten. Also dann kann man sie auch theoretisch belasten und das tun wir ja auch, denn wir nehmen uns ja wahr als wahrnehmende Wesen zum Beispiel, wenn wir Fernsehen schauen. Wir denken, dass wir etwas gesehen haben und wir reden darüber und beziehen das ein und vergessen sozusagen diesen Unterbau dazu. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe nur versucht, das nachzuliefern so ein bisschen. Das ist ja auch nicht das Erschöpfende des Buches, sondern damit setzt es ein. Genau. Vielleicht ist das auch für mich dann nochmal einfacher, das genauer zu verstehen. Wenn ich dich jetzt hier nochmal zurückfragen darf und bitten darf, dass du vielleicht diese Begriffe, die du ja auch in dem Text schon erwähnt und eingeführt hast, wie Ontographie, dass du vielleicht diesen Begriff ein bisschen ausführst. Denn ich glaube, dass der ganz zentral ist, um eine sogenannte, also wie ich das jetzt doch beschreiben würde, Phänomenologie des Fernsehens nachzuvollziehen, die sich eben nicht auf Bewusstseinsphilosophie bezieht. Ja, jetzt habe ich Ontographie, Operation ist ein wichtiger Begriff. Vielleicht, ja. Jetzt habe ich etwas Zeit gewonnen durch deine zweite Frage. und ich würde vielleicht die Antwort von eben noch mal etwas präzisieren wollen, nämlich dahingehend, dass wenn es eine Phänomenologie des Fernsehens ist, dann ist es eine Studie zu der phänomenologischen Aktivität des Fernsehens. Also sozusagen das Fernsehen ist seine eigene Phänomenologin. So wie eben Hegels das mit dem Geist sozusagen gemacht hat. Das würde ich natürlich niemals sagen. und weiß auch nicht, selbst wenn ich verstehen würde, ob es stimmt. Aber das ist ja jetzt gar nicht der Punkt. Ontographie. Ja, die Fernsehröhre, die klassische Fernsehröhre, die wir kennen, die es nicht mehr gibt, aber diesmal gab und viele können sich daran erinnern, diese dicken Würfel, als Fernseher noch nicht flach waren, sondern diese dicken Würfel hatten. Ne? Kathodenstrahlröhren, eine Vakuumglasflasche. In dieser Zeit gab es im Grunde keine Fernsehbilder, weil sie waren nie da. Dieser Kathodenstrahl, der in diesem Gerät funktioniert, der flitzt in unglaublichem Tempo über die Innenseite der Glasscheibe. Auf der Glasscheibe sind innen kleine Punkte aus einem Material angebracht, das aufleuchtet, wenn es von Elektronen getroffen wird. Und so rast er in den Zeilen an diesen Punkten vorbei und schreibt das Fernsehbild. Das Fernsehbild ist also nur da, solange es geschrieben wird. Und es gab in dieser Frühzeit auch gar keine Bildaufzeichnung. Darauf hast du schon hingewiesen. Man konnte dieses Bild überhaupt nicht festhalten. Insofern war das gar kein Bild, sondern es war ein Prozess. Und zwar kann man dem Prozess des Zeichnens oder des Verzeichnens oder des Schreibens analogisieren, gleichsetzen. Also wenn man sich fragt, was ist das Fernsehbild, dann ist es von einer Art zu sein, die nur dann existiert, wenn es geschrieben, gezeichnet, im vollen Lauf verfertigt wird. Und das Tolle beim Fernsehbild ist ja, dass es sogar wieder verblasst. Man muss es ja, damit das nächste Bild auf dieselbe Fläche geschrieben werden kann, wie beim Wunderblock von diesem Spielchen. Das muss also sehr oft gemacht werden. Und zwar exakt 25 Mal in der Sekunde wird diese ganze Schrift runtergeschrieben. Und wenn der letzte Punkt beleuchtet, ist der erste schon wieder aus. Muss er, denn es muss neu geschrieben werden. Diese Art zu sein des Fernsehbildes nenne ich ontographisch. Es ist in seinem Sein davon abhängig, dass es geschrieben wird. Und zwar jetzt und hier im Verlauf geschrieben wird. Es ist also, wenn man die Graphie mit der Schrift analogisiert, es ist nicht Schrift, es ist Schreiben. Denn selbst als Schrift existiert es nicht, es sei denn, wie diese Zauberschriften, ne, die wieder vergehen und die dann hinterher wieder sichtbar gemacht werden können, aber im Grunde die wieder vergehen, wenn man schreibt. Das ist die eine Seite der Ontographie. Also wenn man das verallgemeinern will, würde ich sagen, ontographisch ist die Seinsweise dessen, was besteht, solange es verzeichnet, gezeichnet, aufgezeichnet, beschrieben wird und das aufhört zu bestehen, wenn das nicht mehr der Fall ist. Das ist Ontographie oder ontographisch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber ist, dass es ja auch Medien gibt, die dieses Verzeichnen
bewerkstelligen. Ja? Jetzt ist also einmal die Seinsweise dessen, was das Fernsehen macht, mit seiner Bildröhre im Spiel. Und andererseits ist Ontografie aber auch ein Verfahren zur Verzeichnung von etwas. Das Fernsehbild verzeichnet ja, ist nicht nur einfach da als heller Ansammlung von Leuchtpunkten, sondern es verzeichnet etwas. Anfangs verzeichnet es das Vorhandensein von Strom und Ladung oder wie ein Oszillogramm von Schwingungen. Und das kann man dann komplexer machen, dann kann es Dinge anzeigen, die sozusagen, da kommt Repräsentation rein. Ne? Es kann Dinge anzeigen, die außerhalb dieses Bildes sind. Und auch das ist Ontografie, das Verzeichnen von etwas, das ist. Auch das ist Ontografie. Also das, was ist, zu begreifen, anzugehen, anzufassen durch Verzeichnen im Zuge des Zeichnens. Das sind die beiden Seiten des Ontografischen. Also sozusagen die eigene Seinsweise der Bildröhre und zweitens ihre Aktivität im Hinblick auf das, was auf einer Bildröhre sichtbar werden kann. Das sind so zwei Seiten der Ontografie. Und dann, das entwickle ich dann nach und nach und nach an den verschiedenen Themen, kann man das dann ausweiten. Diese beiden Pole der ontografischen Beziehung stehen natürlich wiederum untereinander in einem Spannungsverhältnis, das dichter oder loser sein kann. Das kann sich überlagern. Es kann dann so etwas wie Selbstverzeichnisse geben. Dinge, die sich verzeichnen. Das Fernsehen wäre jetzt erstmal nicht so ein Ding, sondern es verzeichnet ja Welt. Welthaltig ist es. Aber man könnte sich vorstellen, Dinge, die sich selbst verzeichnen und die trotzdem nur so lange da sind, wie sie zeichnen. Mhm. Ja, ich klaue mal bei einem wunderbaren Kollegen, der heute nicht hier sein kann, nämlich Jörg Paulus, der dieses wunderbare Beispiel gebracht hat vom Baum. Wenn Sie einen Baum fällen, dann haben Sie diese Jahresringe. Und das ist ja wie ein Diagramm. Das können Sie lesen. Und während der Baum lebt, schreibt er unentwegt an diesem Diagramm, dass er selbst ist. Man könnte also sagen, ein Baum ist in seiner Seinsweise immer ontografisch, denn er zeichnet immer etwas auf und er existiert nur, solange er aufzeichnet. Und was er aufzeichnet, ist seine eigene Existenz. Und dieses Schreiben hat eine eigene Materialität. Diese Schrift ist dick, die nennen wir Holz. Das ist etwas. Und so ist es eben beim Fernsehbild auch. Das hat natürlich eine Materialität, die ganz wichtig ist und die auf eine ganz bestimmte Weise funktioniert und dieser Art von Ontografie ihr Gepräge gibt. Es gibt andere, Bäume sind andere und es gibt noch viele andere Ontografien. Ja, vielen Dank. Aber da wird schon deutlich, wie intensiv das doch tatsächlich sehr, sehr stark medienphilosophisch ist. Denn man könnte nun sagen, ja gut, sobald die Frage der Repräsentation reinkommt, könnte man sagen, was ist die Aufgabe, was tut das Fernsehen, ist da, um zu unterhalten. Aber du sagst, ja und nein. Ja, ja, es unterhält, aber das, was es eigentlich tut, ist, dass es Zeit hervorbringt, Zeit manipuliert, Zeiterfahrungen möglich macht, die es ohne Fernsehen nicht gibt. Und ich würde gerne davon auch noch ein bisschen mehr hören. Also du sagst, das Fernsehen schafft Temporalobjekte. Das finde ich ungeheuer spannend. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Wie kann also ein Medium, das so wie du es beschreibst, mit Hilfe des Begriffs der Ontografie so sehr in der Gegenwart ist, also live, wie kann das jetzt plötzlich Zeit hervorbringen? Ja. Darf ich diese Frage ganz kurz aufschieben, wenn du mir versprichst, dass du mich erinnerst, dass ich die Antwort nicht vergesse. Und zwar muss ich zurückgeben, in deiner Frage sprichst du von Repräsentation, weil ich das selber gesagt habe, das hast du mir jetzt zurückgespiegelt. Tatsächlich müssen wir, das gehört hierhin, weil wir über diesen ontografischen Kreislauf gesprochen haben, tatsächlich müssen wir Repräsentation hier auf eine ganz bestimmte Weise verstehen. Das bedeutet nicht Abbildung oder Darstellung. Das Fernsehen bildet die Welt nicht ab oder stellt sie nicht dar, denn es ist selbst Teil davon. Ich habe das eben in der gelesenen Passage angedeutet mit dem Stromfluss. Der Stromfluss geht durch das Bild hindurch, er erzeugt es dabei, das Bild ist selbst ein Nachweis des Stromflusses und dann verlässt der Strom das Bild sozusagen auch wieder. Dasselbe gilt für das Fernsehen in seiner weltbildenden Funktion. Das heißt, das Fernsehen nimmt ja am Ende doch, jetzt sind wir großmaßstablicher, etwas auf, was für uns sichtbar ist und auch wieder sichtbar gemacht wird. Das ist die Schnittstellenfunktion des Fernsehens, um es an unsere Körper anschließen zu können und uns in diese mehr oder weniger elektrografisch generierte Welt auch einzubinden. Und das tut es über die großmaßstablichen Dinge, die es jetzt mal beim bildlichen Bild, beim optischen Bild gesehen, zeigt. Aber
Dadurch, dass es ein elektrisches und elektrographisches Bild ist, ist es mit dem, was es zeigt, durch einen kontinuierlichen Signal- und Wellenfluss verbunden. Es ist ein Effekt dessen, was es zeigt. Es ist nicht nur ein Abbild, sondern speziell ein Effekt dessen, was es zeigt. Die Wirklichkeit selber, die optische Wirklichkeit, die eine Lichtwellenwirklichkeit ist, wird umgesetzt in elektrische und elektrographische und elektronische Wellen. Das ist die Leistung des Fernsehens und dann wieder zurück in optische Wellen. Und das ist ein Kontinuum, das kann man kausal indexikalisch zurückverfolgen. Also das Fernsehen, ja, es repräsentiert, aber es abstrahiert nicht wirklich, sondern diese Art von Wirklichkeit geht durch den ganzen Apparat hindurch und wird verbracht, sie wird transportiert, sie wird umgeformt viele, viele Male und auch wieder zurück. Und so könnte man, das ist ein Gedanke, der von Pier Paolo Pasolini schon für den Film aufgebracht worden ist, und dann sehe ich als menschlicher Zuschauer etwas und dieses Etwas regt wieder etwas in mir an. Es emotionalisiert mich zum Beispiel oder es veranlasst mich zu Handlungen, zu Gesten, zu Denkakten und Ähnlichem. Das heißt, es wird wieder Teil der sogenannten Außenwelt. Es verändert damit haben wir diesen geschlossenen Kreislauf. Repräsentation ist also nicht so etwas, was in Schichten funktioniert, sondern was wir uns als einen linearen Prozess vorstellen müssen, der zwar die Aggregatzustände und die Trägerwellen sozusagen wechselt, aber der mit einem kontinuierlichen Verursachungszusammenhang einen einzigen Durchschluss zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit, zwischen Realität und Realität bildet. So, das dazu. Jetzt wolltest du aber über die Zeit sprechen. Genau. Im Anfang ist das Fernsehen absolutely live, alles ist live. Man kann nichts aufzeichnen, man kann nur übertragen. Es ist wie das Telefon. Das ändert sich natürlich technologisch durch verschiedene Eingriffe. Dann. Und schon das frühe Fernsehen, das nur das kann, nur live übertragen kann, braucht aber irgendwie so etwas wie ein Gedächtnis. Es hat aber keins. Es hat keins. Es gibt Archive, wo dann Szenenfotos von Aufführungen zu sehen sind. Es gibt auch wenige Zelluloid-Mitschnitte, die in den Archiven lagern. Das gibt es durchaus, aber das ist sehr wenig, sehr dünn. Also muss das Fernsehen, um zu funktionieren, sich ein Gedächtnis holen, dass es zuschalten kann. Dieses Gedächtnis ist unser Gedächtnis. Das Fernsehen beansprucht unser Gedächtnis. Und wie macht es das? Indem es aus dem bloßen Live eine zweite Form herausschlägt, durch Wiederholung. Indem es mehrfach dasselbe macht. Und wenn man Wiederholungen gut organisiert und eine ganz bestimmte Form bringt, dann hat man die Serie. Dann hat man das Serielle. Die Serie ist die Organisation von Zuschauergedächtnis, ausgelöst durch bestimmte Live-Signale. Denn frühe Fernsehserien wurden live produziert. Die wurden nicht auf Zelluloid oder so etwas gedreht, sondern eben live im Studio wie Theater. Und es wurde von einem Schauplatz zum anderen geschaltet und zwischendurch zur Werbung. In der nächsten Woche oder manchmal am nächsten Tag kam die nächste Folge, und die nächste Folge hat sich ausgewiesen, als sei es Fortsetzung, sei es Variation desselben noch einmal, und das ist ja dem technischen Produktionsprozess völlig egal. Das findet ja nur in unserem Wahrnehmungsbewusstsein statt. Dass also getriggert wird, sich an etwas zu erinnern, etwas als konstant und etwas als variabel zu setzen. Dass dazu gebracht wird, das Abenteuer der letzten Woche entweder ganz schnell zu vergessen, denn in dieser Folge wird exakt dasselbe Abenteuer noch einmal zu sehen sein und nächste Woche wieder und nächste Woche wieder und nächste Woche wieder. Jede Woche oder gar jeden Tag dasselbe Abenteuer. Also ist es besser, das zu vergessen, damit ich ästhetischen Genuss daran haben kann. Oder es ist genau nicht der Fall. Es geschieht etwas, das ich nicht verstehen kann, wenn ich die Sendung vorher, gestern, Woche vorher, nicht gesehen habe. Und so kommt ein Gedächtnis ins Spiel, das das Fernsehen nicht technisch produzieren kann, sondern nur über unser Wahrnehmungsbewusstsein, wo es sich also sozusagen ein Stück unserer Neurologie leihen muss, um zu funktionieren. Und geradezu, da ist eben die Anthropomedialität das Wichtige, das funktioniert nur im Zusammenspiel. In seiner weiteren Entwicklung dann gibt es natürlich technische Veränderungen, die dem Fernsehen doch einen Speicher verlangen. Und jetzt wird es da natürlich interessanter. Jetzt kann man da diese Einbeziehung unseres Gedächtnisses und unserer Erwartungsfähigkeit schon einmal etabliert ist, kann man jetzt natürlich raffiniertere, komplexere Spiele spielen. Und die größeren Formen von Serialität
oder die späteren, komplexeren Formen von Serialität basieren dann natürlich auf solchen Spielen. Ja, darf ich da jetzt ganz kurz nochmal intervenieren, weil ich den Eindruck hatte, als ich das gelesen habe, dass dann doch solche Begriffsunterscheidungen, die du, glaube ich, dann auch sehr stark entwickelt hast, aus einer spezifischen Deleuze-Lektüre, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen einer identitären Serie und einer differenziellen Serie. Also das sind ja dann Unterschiede, die plötzlich ein Spiel in Begriffen der Unterscheidung von unterschiedlichen Unendlichkeiten, unterschiedlichen Formen von Wiederholungen ermöglichen, die du, wie ich finde, unglaublich fruchtbar machst, indem du dann unterschiedliche Temporalobjekte voneinander unterscheiden kannst. Also, dass es zum Beispiel plötzlich eine ausgedehnte Gegenwart gibt, dass es eine punktuelle Gegenwart gibt, dass es eine Vergangenheit und Zukunft gibt es nicht mehr. Aber es gibt ganz viele verschiedene Formen von Vergangenheit, weil das eben mit dieser Form des Fernsehens, mit dieser ontografischen Funktion zusammenhängt. Vielleicht kannst du da auch noch mal etwas dazu sagen, weil das ist ja auf der einen Seite, und das fand ich bei der Lektüre ja wirklich verblüffend, nicht, dass ich das jetzt nicht erwartet hätte, aber in einem Buch, was du geschrieben hast, aber hier noch mal ganz speziell, weil Fernsehen natürlich etwas ist, wo wir alle immer sagen würden, also wenn ich etwas weiß, dann weiß ich, was Fernsehen ist, ja, weil ich so viel Zeit in meinem Leben damit verbracht habe und schon als Kind fand ich das immer irgendwie besonders, ja, und da kann man dann anfangen, darüber Meinungen auszutauschen, über Gefühle zu reden. Was du machst, ist, dass du diese sehr spezifisch und sehr präzise Begrifflichkeit einschreibst, aber dann immer wieder zurückkommst und eben phänomenologisch im Sinn von Beschreibung von Erfahrungen einem klar machst, was man da eigentlich gesehen hat oder was man da eigentlich erfahren hat. Und insofern würde ich wahnsinnig gerne nochmal von dir jetzt live sozusagen hören, wie du jetzt diese Kennedy, ja, also die, zum Beispiel nur das Instant Replay, weil das so unendlich viel Zeit haben wir leider nicht mehr, aber weil das so schön zusammenführt, nämlich diese spezifische Form der Wiederholung, die dann ein ganz neues Temporalobjekt, wie du das nennst, würde ich gerne übernehmen, es leuchtet mir sehr ein, produziert und an das vielleicht einige von uns erinnern können oder vielleicht schon mal gehört haben, davon. Man kann sie auf YouTube auch nochmal, ich habe es auch nachgeschaut. Ja. Okay, also das Instant Replay, die Zeit, Lupenwiederholung, die Sofortwiederholung, ist ja schon eine Contradictio in adjecto, eine Sofortwiederholung. Aber so nennen sie es und es ist kein unglücklicher Terminus. Und die noch dazu kann in Zeitlupe durchgeführt werden. Diese technische Möglichkeit steht bereit ab etwa Anfang der 60er Jahre, weil man einfach das Magnetband und den Magnetbandrekorder entwickelt und kann jetzt diese elektromagnetischen Signale aufzeichnen. Und das geschieht auch. Und interessanterweise benutzt man das jetzt als erstes nicht in der Produktion. Also man sagt zum Beispiel, so eine Serie, die wird jetzt geprobt und gespielt und da kann ich mehrere Takes machen, dann kann ich das zusammensetzen oder beim Mitschneiden von Fernsehspielen oder so etwas. Sondern es wird eingesetzt im Rahmen der Live-Sendung. Es werden Live-Sendungen mitgeschnitten auf Tape. Und es entwickelt sich ganz schnell die Praxis, in die laufende Übertragung selbst die Wiederholung einer Schlüsselszene zum Beispiel einzubauen, während die Sendung noch andauert. Und der erste spektakuläre, ungesteuerte Fall, das ist noch kein voll ausgebildetes Instant Replay, ist eben der Mord an nicht John F. Kennedy, sondern der Mord am Mörder von John F. Kennedy, der einige Tage später stattfand. Da passiert also Folgendes, der Verdächtige Lee Harvey Oswald wird ins Polizeipräsidium verbracht, dort vernommen und dann mit Handschellen in die Tiefgarage gebracht, damit er ins Gefängnis zurückgebracht werden kann. In dieser Tiefgarage wartet die Presse. Es stehen dort Kameras und Leute mit Mikrofonen und schreibende Presse. Und da wird er runtergebracht und darunter ist eben auch eine Fernsehkamera, die bereits einen, wir würden sagen, Videorekorder bei sich hat. Damals so ein Würfel wie dieser Sessel, in dem ich sitze.
der steht da. Und jetzt wird er runtergebracht und während er runtergebracht wird, die Geschichte kennen Sie, denn sie ist Geschichte, löst sich ein Mann aus dieser kleinen Gruppe, das ist Jack Ruby, zieht eine Waffe und ermordet Lee Harvey Oswald. Die Kamera ist dabei, sieht das. Stunden später geht das als Nachricht durch die ganzen Vereinigten Staaten, wo es ja sehr viele Lokalsender gibt. Der Sender, der das gemacht hat, war ein Lokalsender in Texas. Und es wird darüber berichtet und ein Nationalnetzwerk, also ein Nationwide Network, kommt auf die Idee, sich dieses Tape zu beschaffen und sendet eine Stunde später diese Aufzeichnung noch einmal. Und das ist der erste Einsatz. Jetzt können wir das sehen. Und wir können das wiedersehen. Es ist sicher Dutzende von Mal an diesem Abend gezeigt worden. Und das kennen Sie auch. Sie kennen das vom 11. September, wie immer dieselben Aufnahmen immer wieder einschlagen. Und das sind so Bilder, die sich natürlich, das hat ja eine eminent politische Funktion natürlich auch, die sich einprägen. So. Der nächste Schritt bei dem Instant Replay war, dass man die Zeitspanne verkürzt hat zu dieser Wiederholung. Das, bei Kennedy kann man ja nicht sagen, es war dieselbe Sendung, sondern es wird später in einer Nachrichtensendung gemacht. Das kann man aber auch, wenn man schnell ist, in derselben Sendung noch machen. Und es kamen Geräte auf den Markt, die das, also den schnellen Zugriff, würden wir heute in unserer Sprache sagen, erlaubten. Und es kamen Geräte auf den Markt, die stufenlos langsam das Bild abspielen lassen können. Vor und zurück, so. Und dann rückwärts. Ne? Und das konnte man machen. Und das konnte man eben während einer laufenden Übertragung machen. Und der erste spektakuläre Einsatz war bei einer Sportübertragung. Und der Sport ist bis heute eigentlich ganz, ganz dolle Domäne, dieses Instant Replay. Und jetzt passiert in der Tat die Verfertigung eines komplett originellen Temporalobjekts, das ja gleichzeitig jetzt ist und vergangen, das auch in der Zeit umgedreht werden kann, sistiert werden kann. Also ich kann den entscheidenden Moment, wenn die Kugel einschlägt, den kann ich zeigen wie in einer Schockaufnahme der Fotografie. Ich kann aber auch den Weg dahin ganz genau zeigen. Wenn Sie Sportübertragungen gucken, dann ist ja der Sturz des Bezwingers am Mont Ventoux, der ist ja relativ, das passiert, aber wie konnte es dazu kommen? Das Fernsehen versucht dann natürlich zu gucken, wo läuft es vom Idealverlauf ab, wo verlässt er die Ideallinie, wo liegt der Kiesel auf dem Grund, über den er fährt, sodass er 20 Meter später stürzt. Wann berührt er seinen Mitfahrer und Konkurrenten, den er mit in den Abgrund reißt? Das alles können wir durch Instant Replay auflösen, während das Rennen läuft. Ja, heute haben wir Splitscreen zur Verfügung oder das wird ja auch grafisch so gemacht. Das Bild wird ganz klein, da unten links sehen Sie das weiterlaufende Rennen. Sollte dort etwas Entscheidendes passieren, wird es wieder groß. Wir verharren jetzt nochmal in dieser, wo sind wir jetzt? Sind wir beim eben gerade noch oder sind wir beim jetzt? Sind wir bei dem Augenblick, dem tödlichen oder entscheidenden Augenblick oder sind wir in dessen verdickter Ausdehnung als verlaufsförmiges Ereignis? Wo sind wir da? Und dieses Amalgam an Zeit, in dem die verschiedenen Zustände nahtlos ineinander überführbar sind, selbst das Vor- und Zurücklaufen der Zeit, in einen doch immer ablaufenden, fortgesetzten Handlungsfluss. Das ist der Effekt des Instant Replay und das ist so ein Beispiel dafür, wie das Fernsehen sich auf der Basis einer technischen Innovation einen Zeitkörper verschaffen kann, den es vorher nicht hatte und den eigentlich auch kein anderes Bildmedium zumindest in dieser Weise herstellen kann. Ja, vielen Dank. Ich würde wirklich vielen Dank. Es ist ein Vergnügen, dir zuzuhören. Und ich würde gerne noch, bevor wir jetzt dann öffnen, weil die Zeit vergeht auch hier so schnell, gerne doch noch auch zu dem Fernsehen 2.0 kommen. Es gibt da ganz viele Anschlussmöglichkeiten. Ich glaube, wir haben jetzt eh schon einen Eindruck gekriegt, wie wichtig der Begriff der Intensität auch ist. Weil natürlich über diese technische Ermöglichung sozusagen von einer Wiederholung, die nicht nur Wiederholung ist, sondern eben eine instantane Wiederholung, passiert sowas wie eine Intensivierung. Und dadurch erst gibt es ein qualitativ neues Temporalobjekt. Und du spielst das ja an so vielen Fäden dann durch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, an welchem Beispiel ich anfangen soll, weil es so viele sind, die man jetzt nennen könnte. Vielleicht, ich weiß nicht genau, ich gebe dir mal ein Stichwort, aber wenn du ein anderes dir geeignet erscheint, dann würde ich da auch gerne zuhören. Aber mir schien jetzt zum Beispiel, dass du eine chemische Serie nennst, ja, das Breaking Bad. Breaking Bad, dass du sagst, es ist eine chemische Serie,
Und das aber am Beispiel von einer hochdigitalisierten sozusagen Qualitätsserie, von der wir alle sagen würden, okay, die ist sehr gut gemacht, die ist überraschend, einer ist sehr schwer krank mit Krebs etc. Und dann zuerst dachte ich, chemische Serie, ja klar, es geht die ganze Zeit rum, der ist ja auch Chemiker. Aber es hat natürlich mit dieser Form des Chemischen gar nichts zu tun, aber es hat was zu tun mit der Frage von Intensivierung des Fernsehens, also dieser Form der Ontografie, wo du ja dann auch den Begriff des Ontogramms mit einführst. Das macht ja dann nochmal einen Unterschied. Ja, vielleicht magst du dazu was sagen, weil das zeigt auch, dass diese Perspektive, die du aufmachst auf diese mediale Umgebung, in der wir uns befinden, eigentlich eine gute Antwort gibt darauf, dass es unglaublich materiell ist, chemisch ist materiell, und nicht nur flüchtig digital oder dass man in keinster Weise eigentlich ausreichend Begrifflichkeiten hat, um das zu beschreiben, was im Moment passiert, wenn man sich nur auf Algorithmen bezieht oder auf Zahlen. Okay, das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Die eine geht zur Chemie des Bildes und die andere geht zu dem Ontogramm, also von der Ontografie zum Ontogramm. Diesen Begriff der Chemie des Bildes, den habe ich natürlich auch geklaut, und zwar von Hertha Wolf, der Fotografiehistorikerin, die nämlich sagt, wir haben die Fotografie meistens optisch begriffen. Also zum Beispiel über Perspektiven, Repräsentation, Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, Blickachsenkonstruktion und so etwas. Aber man muss sie auch chemisch sehen, es ist ein chemischer Prozess. Man muss auch das sehen, was auf der Gelatine-Schicht eigentlich passiert. Da gehen ja auch unheimlich viele Eingriffe vonstatten. Das ist das Einfallstor für eine Eigenrealität der Fotografie. Und das habe ich, also daher habe ich nur diesen Begriff genommen. Was passiert mit den neuen Serien ist, und Breaking Bad ist eine davon und reagiert auf seine Weise darauf. Was passiert ist, dass die Serien anfangen, ihre eigene Endlichkeit zu bedenken. Das haben Serien vorher nicht getan. Natürlich haben alle Serien irgendwann geendet, aber das prägt ihr Vorgehen nicht, das prägt ihre Struktur nicht. Sie haben darauf nicht abgehoben, sie haben darauf nicht reflektiert, wenn sie zu Ende waren, waren sie halt zu Ende oder auch nicht. Das liegt ja auch daran, dass aus ökonomischen Gründen Serien natürlich so lange wie möglich halten sollen. Und dass sie, wenn sie enden, das hat mit ihnen gar nichts zu tun, sondern mit sinkenden Einschaltquoten. Und dann muss das Autorinnenteam plötzlich umschalten und muss irgendwie ein halbwegs plausibles Ende dieser Serie setzen oder auch nicht. Ja? In Episodenserien, jeden Dienstag eine abgeschlossene Episode, die können einfach aufhören. Ja, die haben ja eh keinen Fortschritt in der Zeit. Es passiert gar nichts. Es passiert eigentlich nichts. Es läuft jede Woche dasselbe, bloß anders. Ist nur grob wahr. Es gibt raffinierte Ausnahmen davon, selbstverständlich. Einige habe ich auch besprochen. Mit den neuen Serien seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahren, wird das Serielle aber sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst und es setzt sich mit dem Verhältnis von Endlichkeit und Unendlichkeit auseinander. Wenn eine Serie nicht mehr unendlich ist, dann, wenn sie das weiß, sie weiß, dass sie nicht mehr unendlich ist, dann verändert sie sich. Und Breaking Bad, wie auch zum Beispiel die Urmutter aller dieser Qualitätsserien, nämlich Twin Peaks, gehen ja zunächst mal davon aus, dass sie endlich sind, auch wenn aus umgekehrten Gründen zu früher sie dann fortgeschrieben werden müssen, wegen ihres ökonomischen Erfolgs. Aber sie haben ein Ende, das auch von Anfang an inhärent ist. Sie laufen auf ein Ende zu, das merke ich auch. Aber dieses Moment der Unendlichkeit ist trotzdem drin. Wir könnten sagen, das ist ein Abgrund. Wir könnten sagen, das ist infinitesimal. Ja, also die Schritte, mit denen das Ziel erreicht wird, wird bei anhaltendem Erfolg immer kleiner. Ja, also die narrativen Fortschritte, die eigentlichen Spannungsfortschritte werden immer kleiner. Der Spannungsbogen muss immer stärker intensiviert werden. Das sind dann unterschiedliche Intensitätsgrade. Ja, dann kann ich auch, obwohl die Serie endlich ist, noch ein paar Folgen dazwischen, noch eine Staffel sogar dazwischen schieben. Ja, eigentlich hätte Breaking Bad enden müssen mit dem Tod von Walter White am Krebs. Er war unheilbar krank. Ja, aber dann geschieht das Wunder und er ist es nicht und er gesundet und dann kann es weitergeschrieben. Aber im Prinzip ist die Ästhetik und die Struktur dieser Serie auf eine abgründige Verarbeitung von Endlichkeit durch Unendlichkeit. Und dazu gehört auch diese Transformation, dieses, was ich das Chemische genannt habe. Das bezieht sich sowohl
auf den Erzählinhalt. Es geht ständig um die Transformation eines biederen Lehrers in einen gefährlichen Großgangster. Es geht um das Wuchern des Krebses in dem Körper dieses Mannes. Es geht natürlich um die chemische Transformation harmloser Ausgangsstoffe in gefährliche Drogen und so weiter. Also Transformation. Und dabei spielen auch bildästhetische Kategorien eine Rolle. Also wenn man sich mal die Farbregime hier anguckt und die Farbregime in einem solchen, die führen uns ja schon wieder auf technisch-materielle Qualitätsmöglichkeiten dieses Bildes, Bildschirmbildes zurück. Was kann das überhaupt an Flüssigkeit, an Farbabstufungen zum Beispiel, an fließender Dynamik erreichen? Und darin ist Breaking Bad ein großes Experiment. Schnitt, das Ontogramm, das will ich vielleicht wirklich noch in so einfachen Worten wie möglich erzählen, denn ich habe die Frage nach der Ontografie beantwortet durch das Beispiel des Röhren. Bildes, das da geschrieben wird. Relativ in junger Zeit, nämlich etwa ab 2000, entfällt das Röhrenbild und wird ersetzt durch eine neue Bildtechnologie. Und diese Bildtechnologie, die setzt natürlich das Fernsehen fort, aber die funktioniert völlig anders. Es ist ein völlig anderes Bildprinzip geworden. Jetzt gibt es keinen Kathodenstrahl mehr, der da fleißig rumleuchtet und rast, und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt, sondern jetzt ist jeder kleine Bildpunkt auf diesem Bildschirm einzeln ansteuerbar. Das ist Unterschied 1. Also ich muss nicht das ganze Bild schreiben. Zweitens, der Bildpunkt leuchtet weiter. Einmal aktiviert, leuchtet er weiter. Warum? Weil er von hinten durchleuchtet wird. Also wenn Sie so einen Flachbildschirm haben, dann besteht der Bildschirm aus zwei Folien. Der eine Folien ist eine LED-Lampe, die leuchtet immer. Und die zweite Folie besteht aus einem Raster und jede Zelle in diesem Raster ist ein Schalter und kann einzeln betätigt werden. Und dieser Schalter geht auf und lässt Licht durch oder geht zu und lässt es nicht durch. Und dann gibt es immer in jeder Zelle drei Kammern, nämlich für die drei Grundfarben, sodass sich das farblich mischt und wir ein buntes Bild haben. Und von diesen Kammern gibt es unglaublich viele, weil wir haben hochauflösende Bildschirme. Und jede dieser Kammern wird einzeln angesteuert. Das ist schon eine ziemlich raffinierte technische Institution. Das kommen also dauernd Signale rein, die haben erstmal eine Adresse. Du, Signal X, geh zu Kammer 44218 und schalte sie aus. Und dann macht die das. Jetzt kann das Bild bleiben. Denn das LED leuchtet ja, der Schalter hat seine Stellung und wenn die nicht verändert wird, passiert nichts. Nur deshalb funktioniert das. Man muss jetzt nicht 25 Mal in der Sekunde alle diese Zellen ansteuern. So viele Signale würde man nicht verarbeiten können. Sondern nur die sich verändern sollen. Und dadurch bleibt das Bild plötzlich doch stabil. Und das bedeutet, es ist jetzt nicht mehr ontografisch. Ontografisch ist der Zusammenhang immer noch der große, den ich vorhin versucht habe zu skizzieren, durch den die Welt in das Bild wandert und wieder zur Welt wird. Sondern es ist ein Ontogramm. Es ist wie ein Diagramm, wie ein Fotogramm. Es ist plötzlich etwas, Sie machen Ihren Fernseher aus und der ist im Prinzip wie Ihr Computerbildschirm in der Lage, wenn er hochfährt, genau das gleiche Bild wieder zu zeigen, das zuletzt da war. Und erst, wenn er bestimmte Befehle empfängt, das zu verändern, tut er das auch. Jetzt ist es ein anderes Fernsehen. Ein Fernsehen, das zwischen der Fähigkeit zu bleiben und dem Zwang zu vergehen, eine neue Mischung herstellt. Es ist wieder ein Amalgam. Das heißt nicht, dass das Fernsehen fortan wie ein Diagramm ist oder eine Zeichnung, die ich mir an die Wand hängen kann oder eine Buchseite, zu der ich zurückblättern kann. Aber es hat jetzt diese Möglichkeit und es oszilliert ständig. Das ist wie mit dem Instant Replay. Es eignet sich diese Möglichkeit an, indem es sie einbindet in andere und Verknüpfungen und Vernetzungen und eben intensivere und losere Kopplungen, könnte man sogar sagen, zwischen diesen Zuständen herstellt. Das war jetzt noch nicht so kurz. Ja. Kann gar nicht mehr jetzt weiter zuhören. Ja, ich glaube, wir können jetzt den Floor öffnen, oder? Möchten Sie zu uns kommen? Herr Laube, und uns ein bisschen assistieren. Ich glaube, wir können hier jetzt auch ganz wunderbar nochmal über das Fernsehen 2.0, aber natürlich auch alle anderen Fragen aufnehmen, die jetzt... Ja, ich kann ja vielleicht die Funktion übernehmen, mal ganz kurz versuchen, das Eis zu brechen für die Runde und vielleicht eine Frage loswerden. Ich fand das unglaublich eindrucksvoll, wie Sie geschildert haben, dass das
in dem Gespräch auch dann nochmal abgearbeitet haben, wie dieses Medium Fernsehens eine Eigendynamik freisetzt. Eine unglaubliche Eigendynamik, also von 1.0 zu 2.0 und ja auch nochmal deutlich geworden ist, wie eigentlich der Zuschauer, auch der, wir als Zuschauer des Fernsehens fette Beute werden. Also das Fernsehen konstruiert uns als Zuschauer und macht uns zum Teil dieses Prozesses. Sie haben deutlich gemacht, dass es in diesem Prozess nicht um Repräsentation und Abbildrealismus geht, sondern dass es um Teil, dass das Fernsehen Teil eines evolutionären Prozesses ist, eine weltbildende Funktion hat. Was mich umtreibt, ist jetzt die Frage, was triggert eigentlich diesen Prozess? Also welche Umweltphänomene triggern diesen Prozess? Ist es die Technik? Ja, aber die muss ja auch auf etwas reagieren. Ist es Gesellschaft, also die Veränderung von Marktbedingungen, von Konsumentenanforderungen? Oder ist es einfach, sind es historische Ereignisse? Ich habe kurz vor der Veranstaltung Ihnen ganz kurz mal die Frage gestellt. Ich erinnere mich aus meiner persönlichen Wahrnehmung, dass das 24-Stunden-Fernsehen möglicherweise eine Erfindung des Krieges ist, die Kriegsberichterstattung zum ersten Irakkrieg. Da erinnere ich mich, dass das Testbild abgeschafft wurde. Es mag nicht stimmen, aber ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass es einer solchen Ereignisses bedarf, um diesen Prozess, diese unglaubliche Eigendynamik, dessen Ende ja noch gar nicht absehbar ist, in Gang zu halten oder weiter zu befördern. Ja, das ist, danke. Das ist natürlich eine super interessante Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Ich würde mal sagen, das ist, also die Entstehung und Entwicklung des Fernsehens ist so etwas wie ein emergenter und selbsttragender Prozess. Der wird von nichts verursacht, so wie man sagen könnte, weil das geschieht, musste das Fernsehen so reagieren. Und das kann man an Ihrem Beispiel, nehmen wir mal an, es wäre richtig, wir machen einfach hypothetische Geschichtsschreibung, das ist sowieso das Beste. Nehmen wir mal an, das stimmt, also das heißt, bis zum Irakkrieg 90 ist das Fernsehen um 11 abgeschaltet worden oder um 1, seitdem läuft es durch. Umgekehrt ist über kein Ereignis so breit gedacht und geschrieben worden, als eine Veranstaltung des Fernsehens selbst, wie über diesen Golfkrieg. Ja, dass dieser Golfkrieg, speziell dieser, eine Inszenierung vor und für das Fernsehen war, dass es einen Countdown gegeben hat, in dem runtergezählt wurde, noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage, noch 8 Stunden, noch 2 Stunden und die Bombenflugzeuge sind wirklich, als die Uhr abgelaufen war, genau losgeflogen. Es war kein Trick, das war eine Inszenierung qua Fernsehen, denn 1990 hat das Computernetz noch keine Rolle als Massenmedium gespielt. Vor und für eine Weltöffentlichkeit. Und denken Sie an diese ganzen Aufnahmen, die wir gesehen haben, wo Bilder aus den Warheads von Raketengeschossen, Missiles, ausgestrahlt worden sind, wo wir gesagt haben, aha, die Kamera, also wir sehen das Bild, das die Rakete sieht, und in Anführungszeichen. Und es ist auch ein Fernsehbild. Das Ganze hat stattgefunden, die ganze Zeit vor und mit einer Weltöffentlichkeit, die nur durch das Fernsehen hergestellt und vermittelt werden könnte. Also kann man sagen, dieses Ereignis, das zum Schluss des Sendeschlusses geführt hat, ist selber eigentlich nur eine Außenseite desselben Fernsehens. Ja, und solche Komplexe gibt es ganz viel. Ich habe das ja an anderer Stelle schon mal erzählt, dieser Zusammenhang zum Beispiel zwischen Soap Operas, dem Modellbild der amerikanischen Hausfrau, dem Supermarkt, der Vorstadt und dem Auto. Das ist ein funktionaler Zusammenhang, der durch Fernsehen zusammengehalten wird, den das Fernsehen aber auch braucht, damit es sich ausbreiten kann. Das Fernsehen arbeitet selbst mit an den Bedingungen, unter denen es sich ausbreiten kann. Und es setzt sich damit aber selbst ständig, bringt es sich in Schwierigkeiten. Ja, also es digitalisiert sich und setzt sich dadurch einem verschärften Digitalisierungsdruck ständig aus. Es läuft hinter den Bedingungen her, die es selbst schafft, denen es sich anpasst und die es dann vorantreibt und die es dann wieder vorantreiben. Also würde das wirklich in so einem, das kann man teilweise als Selbstreferenz oder als Emergenz beschreiben und das hebt ab sozusagen. Und man kann nicht mehr von einer einfachen Verursachung reden. Das gilt auch, wenn man immer fragt, ja, welchen Stellenwert hat dann die Gesellschaft? Und da würde ich auch sagen, das kommt drauf an. Das Fernsehen schafft sich ja die Gesellschaft des Fernsehens auch selbst. Also wir können die beiden nicht unabhängig voneinander denken, sondern nur durch einen immer schon existierenden Verquickungszusammenhang.
deswegen meinte ich auch triggern, nicht kausale Verursachung. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Also auslösen, Sie haben recht. Also auslösen. Es ist schon vollkommen klar, ist, dass Gesellschaft nicht als Gegenüber, die Geschichte nicht als Gegenüber, sondern als Teil desselben, aber trotzdem etwas, was diese evolutionären Prozesse in Gang hält, am Leben hält. So, jetzt aber...